der stocksteif in meinem Bett lag. Ich gab vor, nicht da zu sein. Also diese Katze, die taumelte blind umher und fütterte dabei nach allen Seiten. Hellwach. Sie versuchte verzweifelt, sich zu orientieren. Das kenne ich. Entschuldigen Sie bitte, ich habe eine Kugel im Kopf. Schrecklich war das, in ihre Augen zu schauen. Die Augen waren kaum zu sehen, sie war nach oben hinter die niedergerutscht, so wie blindes Spiegel. Und da kratzte mich was an der Hand. Ja, später war sie mit Marcel auf der Treppe vor seinem Haus und tauchte wieder in mein ganz persönliches Bermuda-Dreieck. Das war der Anfang. Zeitschleife. Marcel sagt noch, der Pool. Dann hatte ich ihn schon erledigt. Das blöde schwarze Vieh. Dann schlug er mir vor, eine Münze zu werfen. Sozusagen als Entscheidungshilfe. Ich befolgte seinen Rat, aber erst beim dritten Mal gelang es mir, sie auch wieder aufzufangen. Auf der Münze war der Baum zu sehen. Ich bin raufgeklettert und er machte eine kurze Ansage, aber der kleine Teufel in meinem Hinterkopf ließ mich etwas trotzig reagieren. Ich kletterte wieder nach unten zum Marcel und teilte mit, dass ich mich nun doch für die andere Seite entschieden hätte. Ja, er meinte, das könnte ich wohl tun. Nun bräuchte ich aber nie wieder eine Münze zu werfen. Ja, ich stimmte ihm etwas missmutig zu und schlug einen neuen Weg an. Was mir im Nachhinein dann doch leid tat. Ich versuchte ihn zu beruhigen, aber er war völlig außer sich. Ich brach ihm das Genick, um ihn zum Schweigen zu bringen. Und trotzdem. Es war einfach zu wenig. Ich war eine Messerstecherei.